Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bussenmanager. Ja, ich habe gerade was Lustiges eigentlich entdeckt. Hier rennt jemand tatsächlich mit Weihnachtsmütze durch die Gegend. Also, schönes, nettes Gimmick, passend zur Weihnachtszeit. Gut, ich weiß jetzt nicht, wann das Video genau rauskommt. Ich denke mal, dann ist schon Weihnachten längst wieder vorbei. Dann geht es auf Silvester zu. Ja, in der letzten Folge habe einen Schichtplan erstellt für die, ja, für unsere ganzen Linien. Jetzt sind alle so ein bisschen verplant. Und die nächste Geschichte wird erstmal sein, zu gucken, vielleicht, ja, linientechnisch, was man jetzt vielleicht sonst noch hinzufügen könnte, weil jetzt weiß ich natürlich, an sich passt das voll im Bus näher. Also, jetzt würde theoretisch sich ausgehen, gut, okay. Man müsste vielleicht noch was auf Reserve sich vielleicht organisieren. Vielleicht manche Busse sagen, okay, für Linie, da setzt man doch mal was Größeres ein. Aber da müssen wir mal gucken. Ansonsten mal schauen, so spontan neue Linien. Was haben wir eigentlich überhaupt so zur Auswahl? Also, Anaheim-Diakoniezentrum könnte man machen. Fachklinik bei Bentheim. Wäre potenziell auch machbar, oder Paulinenkrankenhaus. Einfach gucken, so ein bisschen die allgemeinwirtschaftlichen Linien, ob man da eventuell was machen kann. Ansonsten, man könnte ja vielleicht gucken, dass man die Karte vielleicht noch ein bisschen erweitert, vielleicht vor allem in erster Linie in Westen. Dass man vielleicht auch mal guckt, dass man eine Linie macht, darunter nach Orferdingel. Gut, ein paar Trophäen bräuchte man erst noch, aber das wäre schon ganz lustig, muss ich sagen. Aber mal gucken, was haben wir in Bewertung? Die 300 bei Bentham, nur empfehlen. Ich bin froh, dass es euch gibt. Also, das kann habe ich vergessen. Dann ergibt das doch nochmal Sinn, der Satz. Gut, andere Alternative wäre, man geht vielleicht nochmal hier. Ja, man versucht ja einfach ein bisschen Norton abzudecken, was Linien angeht. Ein Gedanke, den ich auch schon mal gehabt habe. Ich meine, das war jetzt außerhalb der Aufnahme. Einfach Norton auch mit Schüttorf anbinden. Dass du sagst, okay, fängst hier natürlich am Bahnhof an, fährst hier einmal über Orde. Über Orde, das müsste Hesepe sein, oder? Könnte hinkommen vielleicht. Dann runter nach Brandlecht. Vom Brandlecht geht es rüber irgendwo durch Hestrup. Über Engden nach Schüttorf. Irgendwo hier an den Hauptbahnhof. Keine Ahnung, wie man das vielleicht am besten macht, aber wäre so ein Ansatz, weil ja, mehr Linien, mehr Abwechslung, mehr ja, mehr unnötigen, wobei an sich basiert ja das Spiel darauf, so viele Linien wie möglich zu besitzen, zu bewirtschaften und so weiter und so weiter und so fort. Dann Badepark bei Bentham, was haben die? Sehr geehrte Damen und Herren, leider sind die Busse der 302 Badepark immer sehr leer. Sie können gerne kleinere Busse einsetzen, um die Kosten zu minimieren. Mit freundlichen Grüßen, Badepark Bentheim. Ja. Kleine Busse klingt natürlich gut. Das waren allerdings schon die kleinsten. Das ist es halt. Das waren schon die kleinsten Busse. Ja, den müssten wir noch reparieren. Bei dem sieht noch alles ganz gut aus. Die sehen gut aus. Ja. Kannst du so stehen lassen. Den tanken wir einfach mal. So, Forschung abgeschlossen. Besseres Essen für deinen Mitarbeiter. Was haben wir generell eingebaut für Forschung? Gut, wir könnten theoretisch eine mobile App machen. Wir könnten auch gucken, dass wir weiter in Westen gehen. Wäre natürlich auch ganz lustig. Also finanziell würde sich sogar anbieten, wenn wir das machen. Vielleicht noch ein Solo-Bus, der wäre auch ganz lustig. Aber ich will gerne eigentlich die mobile App wissen, was das ist. Vielleicht unnötig Geld rausgeschmissen, aber gut. Vergrößere dein Liniennetz. Ja, gut. Da müssen wir wohl erstmal irgendwie Band oder nicht Bänder, Nordhorn ein bisschen anschließen, weil ja, sonst haben wir wieder ziemlich viel Ärger. Das ganze Problem hatten wir schon mal. Da wollte ich unbedingt nach Nordhorn hin, habe da gleichzeitig diese Aufgabe und ja,
Wie der Zufall es so will, hat er es am Ende nicht annehmen wollen. Jetzt heißt es auch erstmal die ganzen Busse wieder in Schuss bringen, dass die auch vernünftig aussehen. Wir können ja keine schlecht gepflegten Busse gebrauchen. Bisschen Ordnung muss schließlich auch noch mal sein. So, da einmal bitte tanken. Den mal bitte waschen. Keine Frage an Ihre Tankstelle. Ansonsten die meisten, die sehen eigentlich ganz gut aus. So, aber der muss eigentlich am dringlichsten getankt werden, weil ja, der Bus hat halt ein ziemliches Problem. Oh Gott, oh Gott. Wie lange soll die Schicht denn bitte hier dauern? Ach du je, Mini. Das sind ja fast 12 Stunden, wo der Busfahrer unterwegs ist. Das kann doch nie und immer in der Lenkzeit sein. Ich fahre schon seit Gründung mit der Deutschen Eisenbahn AG und bin absolut zufrieden. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber der Busfahrer wird mich hassen. Der wird mich sowas von hassen. Wir bräuchten, glaube ich, noch eine Tankstelle oder sowas in der Art. Das wäre vielleicht schon nicht schlecht. Eine Straße bauen, vielleicht auch mal nach hier oben hin. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Optimalste, aber wäre schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, noch eine Tanke würde ich eigentlich ungern irgendwie hinsetzen. Komm, wir lassen das erstmal so ein bisschen laufen, ein bisschen sacken. Dann gucken wir mal irgendwann mal weiter. Der müsste noch gewaschen werden, den könnte man vielleicht noch waschen. Es ist toll, wie die Deutsche Eisenbahn AG das Fahrgastaufkommen auf der 302 Badepark perfekt bedienen kann. Selbst zu Stoßzeiten bekommt man immer noch einen Sitzplatz. Gegenfrage, ist da überhaupt jemand überhaupt mal groß mitgefahren? Das können wir mal eben kurz gucken. Die 302 Badepark. Also es sind schon welche mitgefahren, das ist schon mal gut zu wissen. Die 5 Minuten denn her? Ah gut, Linienstart. Ja gut, da kann es vielleicht mal passieren, dass sowas passiert. Aber gut, sei es drum. Ansonsten können die Busse, glaube ich, alle so losfahren. Gut, da können wir vielleicht auch mal von außen waschen. Ansonsten hast du da keinen Ärger mit. Also die Busse sehen auf alle Fälle schon mal spitze aus. Immer schon weiter forschen. Ich will gerne wissen, wie, was die App bedeutet. Ich hoffe, was man da auch machen können wir. Ach, kann man vielleicht am Folgetag mal überlegen, dass man ein bisschen Geld noch zusammensammelt, dass man den Kredit eventuell mal zurückbezahlen kann. Aber echt 12 Stunden. Wer muss das denn ja überhaupt fahren hier, die 802 Gilde aus. Weil ich kann den Plan zwar vielleicht erstmal kopieren und lass ich mal erstmal sein. Wer muss die 802 ja eigentlich alles überhaupt fahren? Das wäre jetzt wirklich mal interessant zu wissen. Wie lange fahren die? Ja, fast 10 Stunden, aber das geht vielleicht noch. Aber die 802, das ist eigentlich zu viel, die dann Fahrer am Stück fahren muss. 802. Also Sänger muss sie fahren oder Fischbach.
Also für mich steht eigentlich jetzt schon fest, dass die am darauffolgenden Tag, also am Samstag, dass die auf jeden Fall keinen Bus fahren. Oder beziehungsweise zumindest auf jeden Fall nicht auf dieser Linie. Das kann man denen doch nicht zumuten. So ehrlich musste mal sein. Da kannst du denen ehrlich wirklich überhaupt nicht zumuten. So. Hallo, die aktuelle Arbeitsausrüstung ist für mich einfach zu hoch. Das werde ich auf Dauer nicht durchhalten. Bitte reduzieren Sie meine Arbeit oder ich muss mich aus gesundheitlichen Gründen leider nach einem neuen Arbeitgeber umsuchen. Nguyen, da kriegen wir irgendwie hin. Noch haben wir Zeit zum hier aussortieren. Also Fahrrad tauschen. So, Nguyen. Wo ist der? Wo ist der? Nguyen fährt nicht, dafür fährt der Vogt. Wie viele Busfahrer wir eigentlich generell haben? Waren hier so viele doppelt oder habe ich wirklich zu großzügig in letzter Zeit eingestellt? Da kann natürlich auch so sein. Will ich auch nicht ausschließen. Wie sieht es eigentlich überhaupt dann mit dem Personal aus und Busfahrer? Ja gut, okay, 30 Busfahrer. Ich glaube, wir haben 12 Lieb. Warte, 10, 11, 12, 13, 14 Linien. Ah, zwei Fahrer. Ja, also eigentlich haben wir ein paar zu viele. Aber egal. Das ist eigentlich relativ egal. Gut, hier haben wir jetzt einen Anfänger. Anfänger, Azubi. Eigentlich muss man die ja noch weiterbilden. Bevor die erst richtig auf dem Bus sitzen, oder allgemein mit dem Bus fahren, dass man die erstmal weiterbildet. Weil sie dann als Fortgeschrittener dann erst richtig in den offiziellen Busbetrieb einsteigen. Ja, kannst du eigentlich nie bringen. Das kannst du nicht bringen. Lass lieber die Leute ein bisschen sich drüber aufregen. Ich sag mal so, die sind auch nicht perfekt, also von daher. Wie sieht es hier mit App aus? Ja gut, könnte noch ein bisschen dauern. So wird mal Zeit, dass es hell wird, dass die Busse hier mal losfahren. An der Fuhrpark. Also da, wir haben schon einiges am Busse, das muss ich schon sagen. Sind neue Busse rein. Geil! Also das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass neue Busse hier ins Spiel gekommen sind. Klar, ich weiß, es gab ein Voting. Aber der Master ist neu. Der LFS ist neu. Das ist aus der kleinen Busse. Und der LFS gehört auch zu den kleinen Bussen. Das ist noch ein Fehler. Das ist doch bestimmt ein Fehler. Dass der einen kleinen Stellplatz braucht, weil 80 Fahrgäste, 41 Kapazität. Und der Tito ist hier der größte. Beziehungsweise dazwischen kommt der Citywide und der braucht einen mittleren. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Das könnte vielleicht noch ein Fehler sein. So, Eduard Gast. Die Leute Eisenbahn AG sollte ihre Abläufe in den Griff bekommen. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Also das ist die Gruppe von Leuten, da kannst du machen, was du willst. Die beschweren sich immer noch. Und hier, wer auch immer den Fahrplan bei euch macht, hat es echt drauf. Ja, danke, höre ich gern. So, dann lassen wir die mal fahren ein bisschen. Wer weiß, nächste Folge haben wir vielleicht auch mal die App. Da kann man ja vielleicht auch mal gucken, was man am besten macht. Klasse, ein Solo-Bus wäre natürlich nochmal genial. Tatsache, sind neue Busse reingekommen. Das he heißt, es werden wahrscheinlich auch einige Ami-Busse eventuell mit reinkommen. Ja, wartet mal gucken. Ich glaube, drei Doppeldecker sind dazugekommen. Zwei Gelenkbusse, das sind schon fünf. Und bei den Solo-Bussen könnte das auch hinkommen.
Das heißt, auch die Army-Busse könnte man hier fahren, wenn man will. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Busunternehmen positiv bewerten würde. Aber Deutsche Eisenbahn AG macht ihren Job echt gut. Hört man auch gerne. Aber ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann mal gucken, was es vielleicht auch mit App auf sich hat. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.